Du willst besser werden in FIFA und fragst natürlich, mit welcher Taktik, mit welchen Anweisungen, mit welchen Spielern, wo soll ich meine Spieler spielen? Ich bin für dich da und zeige dir in einem schnellen Anlauf alles, wie du das machen musst. Bevor das Video startet, drückt einfach hier, wie ich es euch zeige, einfach mal auf die Glocke und auf den Abo-Button, damit ihr nichts zu FIFA 22 verpasst, wie ihr besser werdet, Challenges, alles drum und dran, let's go. So Freunde, im heutigen Video geht es um die 4-3-2-1-Formation und ich zeige euch die besten Anweisungen, die besten Taktiken und wie ihr damit klarkommt, erkläre euch ein bisschen den Spielstil und würde sagen, ich zeige es euch. So Jungs, wie schon gesagt, gehen wir auf die 4-3-2-1-Formation. Ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen, ich spiele die ganz easy so. Ich glaube, die 4-3-2-1 Defensivstil würde ich bei ausgeglichen lassen. Die Breite würde ich bei dieser Ausstellung etwas so um die 45 machen und die Tiefe würde ich auf 50 machen. Ihr müsst bei dieser Ausstellung aufpassen, wenn ihr damit rechnen könnt, dass ihr ausgekommen werden könnt, aber das verteilen könnt, dann macht auch schneller Aufbau. Aber ich würde euch empfehlen, für die etwas, wie soll ich sagen, die nicht so diesen Konter verteilen können und langsam eher spielen, würde ich hier den langsamen Ball bzw. langsamen Aufbau hier nehmen, damit du auch deine Spiele und Bälle verlagern kannst. Und das wird dir natürlich sehr, sehr helfen. Die Chancenerarbeitung bei dieser Ausstellung finde ich auch sehr, sehr geil, denn macht das unbedingt auf direkte Pässe. Wieso direkte Pässe? Die Spieler sind alle auf jeden Fall irgendwie eng aneinander. Wenn ihr die Ausstellung anguckt, seht ihr, dass die Spieler eng aneinander sind und ich finde, wenn du da direkte Pässe machst von Fofana zu Messi, von Messi zu Nkunku, wird sich das sehr, sehr gut spielen lassen. Auf jeden Fall direkte Pässe. Die Breite würde ich hier erstmal auch so um die 50 machen, würde ich sagen. Aber ihr könnt das natürlich alles auch als Vorlage sehen. Das heißt, wenn ihr die Vorlage nehmt, könnt ihr erstmal damit spielen und sagen, okay, ich kann mit 50 Breite nicht klar. Ich nehme lieber mal 45. Dann teste ich 45, dann 40, wie es für dich am besten passt. Und Spieler im Strafraum würde ich so eher um die 5 Stück machen. Falls das zu wenig ist, geh auf jeden Fall auch auf die 7 oder 6. Wie gesagt, teste dich aus. Nicht jeder kann genau mit meiner Taktik spielen, weil es ist meine Spielweise und Taktik. Und viele von meinen Zuschauern habe ich im Stream gezeigt, ey, spielt die, die haben damit gespielt, haben eine gute, positive Resonanz da gelassen. Ihr wisst ja, ich mache auch sehr viele Taktikvideos, wo ich jede Formation anschaue, spiele und sage, was die beste Formation bzw. Taktik dafür ist. Und Ecken unbedingt auf 1. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr die Ecken-Tutorials bzw. die Ecke machen könnt, dann macht er auf 1. Freistöße genau 1. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auch zu den Anweisungen. So Freunde, bei den Anweisungen ist es ganz, ganz leicht. Ich habe hier beim Torwart immer Flankenfänger. Viele tun das selbst verschieben, aber ich finde, wenn du Flankenfänger machst und den Torwart auch selbst verschießt bzw. bewegst, passt das am besten. Ich spiele mit Flankenfänger sehr, sehr gut. So, dann auf unseren linken Verteidiger. Auf dem linken Verteidiger macht ihr ganz easy Hintenbleibe-Angriff und auf dem rechten Verteidiger genau das gleiche Hintenbleibe-Angriff. Wieso? Ganz easy, weiß jeder FIFA-Spieler, der Taktiken benutzt. Es ist immer nervig, wenn die Außenspieler hier immer hinten bzw. vorne chillen. Aber ich habe etwas jetzt letztens bei Mirza Jahic gesehen, beziehungsweise im Stream haben die das erwähnt. Ich will das auf jeden Fall auch probieren. Das war genau dieses Übergreifen. Das hat Dibu, glaube ich, angesprochen. Übergreifen kann auch sehr OP sein. Habe ich kurz im Stream getestet, bin damit gut klargekommen, aber da musst du auch schon sehr echt schauen, dass du nicht ausgekontert wirst oder so. Also lieber hinten bleiben wir angreifen. Falls du mit Übergreifen klarkommst, kannst du Übergreifen probieren, aber ich habe hinten bleiben wir angreifen. Und jetzt kommen wir zu den ZMs. Bei den ZMs ist es ganz wichtig, du kannst einen Feldspieler drin haben, also einen Flügel, würde ich sagen. Zwei normale Achter, also beziehungsweise ein Sechser, ein Achter wird dir reichen. Der Achter sollte auf jeden Fall auch defensiv was können. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Fofana in der Mitte, Jungs. Achtet nicht auf diesen Nkunku. Denkt euch einfach jetzt, das ist einfach ein linker Flügel, okay? Also achtet nicht auf Nkunku. Ich habe jetzt irgendwie reingetan. Falls ihr einen Feldspieler habt, dann könnt ihr den natürlich, also beziehungsweise Flügelspieler habt, dann könnt ihr den auf die rechte Seite tun oder auf die linke Seite. Niemals in die Mitte. Ich habe zum Beispiel meinen Messi und tue auf meinem Messi immer mal vorne bleiben. Also das ist der einzige Spieler, der hier offensiv ist. Den würde ich auch vorne bleiben tun. Das heißt, wenn du jetzt einen Coman hier hast, einen Lukas, einen Dembélé, dann mach da vorne bleiben. Guck aber, mit welchem Fuß er besser Finesse-Schüsse machen kann. Mein Messi, Linksfuß, Finesse-Goat, kommt manchmal, wenn ich ihn hier auf vorne bleiben gebe, beziehungsweise mein Messi gebe ich ja nach vorne orientieren, sorry, nicht vorne bleiben, nach vorne orientieren. Der wird dann nicht so oft hinten sein, beziehungsweise jetzt nicht, auch in ZMs, ihr kennt es ja bei den Eckbällen, die gehen immer nach hinten und so. Nein, Messi soll vorne bleiben, der soll sich nach vorne orientieren und wenn er den Ball hat, kann er auch mal drauf schießen. Das ist sehr, sehr gut, weil dieser Spieler, der sollte auch ein bisschen Pass haben.
ich mache es mal so mit Messi. Puskas spiele ich zum Beispiel jetzt mal auf dem rechten Flügel, also rechter Stürmer. Das ist kein Flügel, die sind so wie Stürmer eng aneinander. Mit Puskas auch Finesse-Schüsse sehr OP. Manchmal spiele ich Doppelpässe zwischen Puskas und Messi und baller die so ins Tor rein. Und falls ihr meine Weekend Streams verfolgt, werdet ihr es auf jeden Fall merken. Und folgt mir auf jeden Fall auch sehr gerne auf Twitch. Jetzt kurz mal Werbung. Ich stream da jedes Mal. Instagram könnt ihr mir auch folgen, falls ihr welche Fragen habt. Aber ja, wichtig auch, falls ihr nicht wisst, welche Spieler ihr wo spielen sollt, beziehungsweise, ey Enzo, soll ich den Flügelspieler da lieber spielen oder da lieber spielen? Schick mir einfach dein Team auf Insta. Ich werde dir zu 100% antworten und werde dir zeigen, wo du deinen Spieler spielen willst. Ich heiße da genauso wie auf YouTube. Wie gesagt, Messi da natürlich nach vorn orientieren und alle Freiheiten. Ich habe Messi nach vorn orientieren und alle Freiheiten. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Defensiven. Der Defensive in dieser Formation ist Fofana. Fofana, hui, fertig, Bro. Ey, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, aber ich hasse ihn. Fofana, ich liebe dich, aber ich hasse dich. Du bist so wie eine nervige Ex, Alter. Früher habe ich dich geliebt, dann liebe ich dich wieder nicht. Dann liebe ich dich wieder. Ey, ein F in den Chat, wie eine Ex. Ein auf, ja, ich habe eine Freundin oder ich könnte eine Freundin haben. Junge, ich bin 24 Stunden in meinem Zimmer. Aber egal, Fofana, hinten bleiben bei Angriff. Sehr, sehr wichtig. Und Mitte abdecken. Ey, wenn du nicht Mitte abdecken machst, dann haben wir ein Problem. Hinten bleiben und Mitte abdecken. Wenn du das nicht machst. Ey, Bro, wir haben ein Problem. Mach das. Vertrau mir. Wenn die Mitte nicht frei ist, kaputt. Kaputt. Bei mir ist es so, das Problem ist, Fofana hat hoch, hoch. Das ist sehr nervig manchmal. Aber falls ihr ein Spiel habt, das ist so dazu Mitte hoch und so, das geht natürlich sehr viel. Oder Mitte, Mitte, das ist ja top. Der chillt dann auch immer in der Mitte, wird die Bälle fangen. Und ja, wie ich gesagt habe, einen Sechser, du kannst einen Flügel spielen und auch einen Achter oder zwei Sechser. Gehen natürlich auch. Ich habe hier als linken ZM meinen Seedorf. Und ich komme mit Seedorf sehr geil klar. Ist eine wirklich Baba-Karte. Allrounder, der kann pacen, der kann ein bisschen dribbeln, der kann ein bisschen schießen, der kann ein bisschen verteidigen. Ich liebe diese Karte, die ist sehr nice. Und bei der macht er das Gleiche, nur ihr macht da hinten deinen Angriff, aber nicht mit. Mitte abdecken. Hinten beim Angriff, aber nicht Mitte abdecken. Wieso? Denn dieser Seedorf kann manchmal, wenn er vom Flügel kommt, nach links in die Mitte kommen, diese Flügel abfangen, falls du ihn nicht mit Nkunku oder so bekommst. Also unbedingt Seedorf, auch auf hinten beim Angriff. Dann machen wir direkt weiter mit unserem Stürmer und das ist Ginola. Da gebt ihr Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Wieso? Wenn du mit deinem Spieler den Ball hast und zum Beispiel jetzt Messi den Ball hat und Ginola ein bisschen vorne ist und den Pass in dem spielen kannst, wird er die Abwehr überlaufen und du kannst sehr gute Bälle spielen. Aber wenn der Gegner dich jetzt angreift, kommen deine Spieler und rücken nach hinten, beziehungsweise jetzt der Ginola rückt nach hinten. Wenn du den Ball hast, kannst du L1 drücken, er läuft wieder sich komplett frei, überläuft die Abwehr, spielst in die Bälle und machst wunderschöne Tore. Also Abwehr überlaufen und defensiv verstärken ist wirklich sehr wichtig. Das solltest du zu 100% bei dir haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Unnormal wichtig, sehr wichtig. Dann machen wir weiter mit unserem rechten Flügel. Das ist bei mir Puskas. Auf Puskas macht ihr nichts eigentlich außer defensiv verstärken. Ihr könnt nach außen ziehen, wenn ihr findet, dass die Spieler zu eng stehen. Aber dann kannst du auch die 4-3-3 spielen, weil das ja fast das gleiche wäre. Aber ich finde es gut, wenn du es einfach mal so auf defensiv verstärken lässt. Dieser Spieler, wie gesagt, wie Ginola, du kannst sehr schnell deine Bälle ausspielen von hinten nach vorne, wenn du Spieler auch hinten hast. Wir kennen es ja, der Gegner hat einen Eckball, ich bekomme den Ball, meine Spieler sind alle in Usbekistan und in Kanada und Uganda. Wo sind die? Wo? Kennt ihr das Meme? Kennt ihr das Meme? Genau so. Also Puskas 100% defensiv verstärken. Dann machen wir weiter mit Nkunku und das ist jetzt unser Linksflügel. Linksflügel macht dir nichts anderes auch als auch Linksflügel macht ja auch nichts anderes außer defensiv verstärken. Das ist sehr wichtig, defensiv verstärken. Wie gesagt, wie ich schon bei Puskas erwähnt habe, 1:1 das gleiche. Aber jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen Teil, Freunde. Was viele sehr unterschätzen, sind die Rollen. Ich weiß, dass ihr die Eckballtaktiken vielleicht kennt, aber mittlerweile gibt es die Eckballtaktik und jeder weiß und rennt schon auf die linke Seite, wenn du den Ball hast. Macht es so, okay, macht es so, tut, wenn ihr die Ecke macht, tu einfach ein Messi hin, dass er denkt, okay, der flankt zu 100% mit Messi. Nimm einen wechsel zu einem schlechten Spieler, zum Beispiel, wenn jetzt Messi den linken Eckball hat, wechsel zum Beispiel auf einen Fofana und dann mit Fofana tust du direkt mit dem linken Stick nach links schauen und tust da direkt hinpassen. Also wechseln, passen, flanken, der ist zu 100% drin. Falls ihr die Eckballtaktik nicht kennt, ich habe ein Video für euch auch dazu, kann ich natürlich auch wieder drehen. Ich habe, glaube ich, sogar eins auf meinem YouTube-Kanal, checkt das unbedingt ab. Ich komme kurz nochmal zu der Taktik und zeige euch nur kurz noch einen Punkt, was viele von euch auch machen können. Habe ich vergessen, am Anfang des Videos zu erwähnen. Falls es Leute unter euch gibt, die wirklich immer dieses
pressen, auseinandernehmen, ich hol dich, ich nicht das Ruhige. Druck nach Fehlern. Druck nach Fehlern, aber wichtig, mach Spieler aus Strafraum mit 2 runter und Tiefe mach auf 45. Druck nach Fehlern ist auch sehr gut, falls du dieses Verteidigen beherrschst. Wenn du es nicht beherrschst, dann mach es nicht. Aber wenn du denkst, ich bin gut im Verteidigen, dann mach das Druck nach Fehlern. Und das wäre eigentlich die Taktik. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu mir auf Insta geben könnt oder hier in die Kommentare, wie ihr damit spielt. So, Freunde, das war's mit dem Video. Es würde mich sehr freuen, falls ihr eine positive Resonanz da lassen würdet. Wenn ihr das Video jetzt seht, bin ich genau in Istanbul. Bin leider jetzt nicht mehr in Österreich, beziehungsweise wo ich wohne. Ja, schreibt es in die Kommentare, wie ihr spielt. Was sind eure Probleme bei der Weekend League? Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Ey, wir sehen uns beim nächsten Video. Adios, amigos.